Hallo ihr Lieben bei YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme vom Supermarkt Simulator. Damit hat es sich auch tatsächlich schon erledigt, dass wir hier eine Pause einlegen, weil es ein Update gab. Ziel, kaufen Sie eine Farbe auf dem Markt und streichen Sie Wände. Das finde ich ganz geil, dass du jetzt die Ziele hast, die du machen kannst. Das finde ich ganz cool. Ja, und es gibt noch ein paar einige andere Sachen. Gucken wir gleich nach und nach rein. Apropos Discord, was war das, was du mir geschickt hast? Das war, du hast Ready or Not gespielt, ja, vor einer Stunde. Das hat er mir angezeigt und darauf habe ich reagiert. Das ist wie auf, wenn man auf eine Nachricht reagiert, die man bei WhatsApp geschrieben hat. Nichts weiter. Nichts weiter. Alter, was ist das denn bitte? Wie krass ist das denn? Die haben aber definitiv auch an der Performance gearbeitet, oder Chris? Nicht jetzt vor einer Stunde. Vor einer Stunde, wo ich das gemacht habe. Nur keine Ahnung. Oh, hey, 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 wohin? Ey, wenn ich hier langlaufe, das läuft so smooth. Guck mal, wie smooth das läuft. Das kenne ich gar nicht von Supermarkt Simulator eigentlich. So, auf jeden Fall gibt es das hier. Es gibt jetzt eine Abstellfläche für die Sachen, die man bestellt. Habe ich trotzdem nicht. Hat er mir angezeigt, dass du vor einer Stunde um 5:30 oder so das anhattest. Was soll ich denn machen, Mensch? Aua, aua. Krake-Auslastung. Ja gut, also es ist tatsächlich schon mehr Auslastung als vorher, was ja aber auch daran liegt, dass ich nun mal jetzt über Grafikkarte auch streame, ne? Also wenn ich hier so mache, sagt er 60% Auslastung. Müssen wir noch Mods installieren? Aber warum? Das ist doch auch cool so einfach. Was? Oder wie oder was? Naja, auf jeden Fall gibt es das hier neu. Das ist neu, dass es diese Ladenfläche gibt. Das ist ganz geil. Dann so weiter, glaube ich, nichts erstmal, ne? Ja. Ich kann auch einfach ab morgen nochmal umstellen auf die CPU wieder erstmal. So. PC. Das ist der Player, den kennen wir ja schon. Das ist die Preisgestaltung. Also man muss jetzt nicht mehr an die Regale gehen, sondern kann das jetzt alles über den PC machen hier. Das ist natürlich schon cool. Dann kann man immer, ne, nur den Preis bestimmen. Marktpreis, läuft jetzt Kosten. Okay, warte mal. Marktpreis 6,10 Euro, 6,20 Euro ist mein Preis, das ist der Profit. Okay, das ist auch super. Das ist auch, haben sie auch schon eine gute Einführung, finde ich. Bank hier ist jetzt nichts weiter neu. Das bezahlen wir mal kurz. Da ist nichts weiter neu. Achso, Bank hatten wir. Verwaltung, Lizenzen. Ich glaube, da sind auch keine neu gekommen. Hier, Rechnungen. Wachstum, das ist auch alles noch wie gehabt. Einstellen, hier haben wir schon mal die erste Neuerung. Es gibt keinen weiteren Kassierer, was jetzt aber auch meiner Meinung nach noch nicht notwendig wäre. Für mich jetzt nicht. Und dann gibt es zwei neue Auffüller. Man kann zwei weitere Auffüller einstellen. Braucht dafür 25 Regale im Lager und dafür 30 Regale im Lager. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Das ist ja das, was ich immer gesagt habe. Aber da würde ich jetzt auch noch keinen nehmen. Ne? Also ich würde mir jetzt keine zwei Regale holen, nur dass ich einen fünften Auffüller hole. Aber neue Lizenz, dann würde ich schon mal definitiv darauf zurückgreifen, ja. Dann spätestens. So, was haben wir denn noch? Lager. Ja, das ist bekannt. Eingangsposition ist auch alles bekannt. So, Markt. Hier kannst du jetzt über 10 Sachen reinpacken in den Warenkorb. Bis zu 50, was ich auch ziemlich gut finde. Was auch sehr, sehr gut ist. Weil das war nervig. 10 Sachen war halt auch einfach dumm. Das hat irgendwie gar keinen Sinn gemacht. Aber witzig, YouTube, OBS
bietet den an. Also wenn du den Stream dort einstellst, solltest du den wählen können. Achso, wenn ich über YouTube streame ich hier über ein Plugin. Und da müsste ich mal gucken, ob das geht. So, wie öffne ich jetzt den Scanner? Okay. Oder muss ich den erst kaufen? Wir gucken mal ganz kurz. Möbel? Gibt es da irgendwas Neues? Wie es aussieht, nicht. Ihr Werkzeug, da wird er. Hier, Tablet. Kaufen. Da ist der Boden. Achso, Tablet hatte. Okay. Aber wo ist der jetzt? Jetzt habe ich den gekauft. Ach so, ich habe den, okay. Ah, sorry. Sorry. Markt. Nee. Tablet. Werkzeuge. Habe ich gekauft. Der ist jetzt aber auch nicht im Warenkorb oben drin. Warenkorb ist leer. Okay, der muss der irgendwo ja sein. Aber wo ist der? Befindet der sich vielleicht vorne? In der Tür irgendwo? Die liegt da auch nicht. Am PC? Ist er auch nicht. Zum Bestellen? Steht da Tablette? Tablette. Aber wo ist das jetzt? Wo ist der jetzt? Da ist auch nichts. Tragen und halten. Tragen, halten. Die Kette entfernen. Eigentlich müsste das doch auch anzeigen, welche. Also die normalen Tasten, die Buchstabentasten bin ich durchgegangen, dann zeigt er nichts an. Eins auch nicht. Da nicht, Enter nicht. Steuerung, Alt. Ah! Über Tab. Alt F4, warte. Warte. Okay. Geht aber auch hier, ne? Also wir brauchen davon ein. Oh, ich lieb's. Ich zock das jetzt bis morgen früh. Ich sag's euch, wie es ist. Ich lieb's. Es ist so geil jetzt, ne? Es ist so geil. Alter, ist das geil. Ich könnte heulen, wirklich. Ich könnte heulen. Wen könnte ich wehen? Patz, patz. Erstmal das ganze Geld ausgeben hier. Zack, zack. Piep, piep. Piep. Rein damit. Nehmen wir. Komm, zweimal. Was soll der geil? Zack, zack. Alter, das ist richtig geil. Genau das wollte ich doch immer. Und das wollte ich halt ohne, ne? Ohne. Ohne. Ohne Mod. Ich brauche ja auch nicht mal rumgehen. Ich kann ja die mehrmals anklicken. Und wir brauchen jetzt zum Beispiel das. Das zweimal. Okay, da oben kommt er gar nicht dran. Das ist schlecht. Ah, da müssen sie nochmal ran. Du kommst an die obersten Regale nicht ran. Die Shopping Queen, oder? Shadow ist so. Okay, du kommst leider nicht an die oberen Regale ran.
Das ist einmal das dunklere Wasser und die Sprite. Das müssten wir denn so machen. Okay, das ist ein bisschen schade, da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran, aber trotzdem super. Irgendwo müsste auch eine Anzeige sein, was du noch im Lager hast. Lager hast. Keine Leiter? Ne, Leiter gibt es leider nicht. Also ich habe ja hier auch, auf dem Tablet sind ja auch so ein paar Sachen drauf. Ich weiß nicht, warum die da stehen. So, und wenn ich das jetzt bestellen will, gehe ich darüber an den PC oder wie? Einkaufen. Oha, jetzt hat das gekauft. Alter, wie geil ist das denn? Es ist richtig schön gestapelt. Sexy. Das ist richtig sexy. Und das macht jetzt bestimmt richtig Bock so, ne? Werkzeugrad. Okay, das wird schon schön sein jetzt. Entweder der Karton oder das andere mit eins von beiden. Ah, okay, da muss ich... Okay, warte. Ja, ja. Ja, jetzt sehe ich es auch. Aber da steht 8 Kartons. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Einer müsste draußen sein. Und 110? Was soll das bedeuten? Nicht, dass ich 110 im Lager davon habe. Habe ich auf jeden Fall nicht. 66? Mit vorne würde es auch nicht passen, 110. Ah, insgesamt habe ich... Ich habe 8 Kartons und 110 einzelne Artikel. Wahrscheinlich. Eggy, WB. Das wird es wahrscheinlich sein. Also hier Joghurt, habe ich 30 Kartons. Nee. Also ich habe 175 einzelne Joghurts noch. Mit vorne und hier hinten. Und ein Karton mit 30. Okay, genau, weil da 30 und da... Okay, jetzt verstehe ich es. Ja. Wie gesagt, nur schade, dass du die oberen Reihen noch nicht abfrühstücken kannst damit. Aber das ist nicht so schlimm. Das kommt doch bestimmt irgendwann. Das werden sie noch ändern. Ich bin auch der Meinung, es hätte nicht unbedingt sein müssen, ne, dass die da höhere Regale machen. Das hätte nicht unbedingt sein müssen. Finde ich. Jetzt ist das einfacher zu erkennen. Achso, mit dem Dings meinst du, mit dem Scanner, auf dem Scanner was an. Achso. Ist halt auch cool, dass das jetzt draußen vernünftig gestapelt wird, ne? Das ist auch geil. Und an der Performance wurde auf jeden Fall auch gearbeitet. Das merkt man. Man muss jetzt natürlich nur aufpassen, ne? Du kannst natürlich ruckzuck sehr viel Geld ausgeben mit diesem Ding jetzt, ne? Das geht schnell, da musst du wirklich aufpassen. Das sind die Krabbendinger, ne? Den bestellen wir mal hier drüber. Ja. Okay. Ah, und rechts nimmst du es wieder raus, okay. Okay. Mhm. Schön, schön, schön. Ja, eben gerade noch ein bisschen wild. Ich sollte das nicht so wild durcheinander machen. Hier. Aber der Spielspaß ist deutlich höher. Deutlich höher. Mit dem Ding jetzt. Da freut sich der Helmer aber. Was war das für ein Geräusch? Was denn für die Geräusch? Du musst dir die Scheiße halt auch nicht mehr merken. Ne? Du gehst einfach ran und sagst, hier, mach, piepst du einmal ein und gut ist. Ne? Du musst dir die Scheiße nicht merken. Du musst dich 10-mal im PC gehen, um da 10 Sachen reinzumachen, was ja auch schon keinen Sinn
gemacht hat, finde ich, dass nur 10 Sachen in den Warenkorb können. So, wir füllen hier mal mit auf und bringen einfach mal das Zeug rein erstmal und dann können wir gleich ganz in Ruhe wieder Reihe rum, wie wir es sonst auch gemacht haben. Und man kann es halt einfach sofort machen. Du musst nicht erst Bestellungen machen und den Laden aufmachen. Du kannst den einfach sofort öffnen, den Laden. Weil alles ein bisschen angenehmer ist. Okay, das ist voll. Dann legen wir den kurz hier ab. Nehme ich hier kurz rein. Ja, puh, was war? Okay, der ist noch voll. Okay. Die können jetzt auch irgendwie Hilfe rufen, ne? Die können um Hilfe bitten, ne? An der Expresskasse, glaube ich, ne? Siehst du? Ich brauche Hilfe. Ja. Achso, Hilfe halten. Okay, kann auch nur helfen, wenn sie... Okay, alles klar. Geil. Liebe ich. Zack, zack. Cola hier unten. Das ist die rote, ne? Gleich noch mal eine Lampe. Es kommt mir so dunkel vor. Wir haben noch aber. Na, wir holen gleich noch mal eine Lampe. Oder richten die gleich noch mal aus.